Hallo meine Lieben und willkommen mal wieder zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Mein Name ist TheLifeForce alias TLife und ich habe einen Gast dabei, nämlich den guten David alias King Ehre. Ja, hallo. Ja, beim letzten Mal hatten wir uns ja... Ja, das war der falsche Knopf, danke dafür. Hatten uns ja auf den Weg gemacht, um den Makoros ja zu retten, beziehungsweise wir machen uns jetzt dorthin. Und... Und? Das wird lustig, da hinzukommen. Wieso? Ist doch recht easy. Ich hab die Aufgabe trotzdem gehasst. Glückwunsch, werter Freund. Endlich hältst du das Dekoblatt in den Händen. Die unheimliche Insel, die du da siehst, ist der verbotene Heil, in dem Makoros gefangen gehalten wird. Den juckt's. Flieg mit Hilfe des Dekoblattes bis zum Eingang da drüben. Ein windabhängiges Utensil. Ja, das weiß ich auch. Wenn also der Wind nicht in die richtige Richtung weht, landest du im Wasser anstatt am Ziel. Ich hoffe jedenfalls für dich, dass der Wind in die Richtung weht. Weht. So, das wird jetzt lustig, weil jetzt muss ich den Wind richtig einstellen und ich weiß nicht mehr genau, welche Windrichtung das war. Das war falsch. Die genau andere Richtung. Habe ich auch gerade gemerkt. Danke für den Tipp. Ach, immer diese Flüchtigkeitsfehler bei dem Jungen. Nein. Immer noch nicht. Ja, ich hab's gemerkt. Ich weiß es jetzt wieder. Moment. Wie heißt es doch so schön? Alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Ja, genau. Jetzt hast du's. Jetzt haben wir die richtige Windrichtung. Sehr schön. So, nein. Nicht ganz. Jetzt wird's lustig. Hohe Konzentration. Nein. Ich erwarte Großes. Du Kack! Komm! Was? Was machst du? Geh doch einfach auf die Plattform da. Ah, nein, das war der falsche Knopf. Scheiße. Das war der falsche Knopf. Ich wollte A drücken, was drücke ich? D. Shit. Ach, Mensch, Jungchen. Na geil. Es fehlt ja aber ein bisschen was an Magie, ne? Na toll. Na gut, aber in dem Gras sollte genug sein, ja. Wenigstens habe ich wieder volles Leben. Sehr schön. Naja, ich würde behaupten, mit Leben hast du jetzt nicht so die Probleme statt mit Magie. Nö, hatte ich auch eigentlich nicht. Das war ja auch eigentlich eher sarkastisch gemeint. Ja, ja, natürlich. Ich hab meinen Spaß. Hui! So, und dann machst du da einen Zwischenhalt, genau. Ich verstehe nicht, warum du da nicht voll schon hingeflogen bist. Ich meine, das hätte halt gereicht. Aber ich möchte nicht die Prinzipien des großen Leifers verletzen. Ganz ausgezeichnet, alter Freund. Den richtigen Umgang mit dem Dekoblatt hast du jedenfalls prima. Hast du bereits prima heraus. Jetzt heißt es ein bisschen Gras wählen, um deine magische Energie wieder aufzufüllen. Habe ich gerade getan. Der Eingang zum verbotenen Heim liegt höher als die Insel, auf der wir uns hier befinden. Also an Höhe zu gewinnen, musst du dir aufsteigende Luftströmung zunutze machen. Kannst du den Aufwind dort sehen, werter Freund? Die Luftströmungen hier bewegen sich ziemlich schnell. Sie bewegen sich stets mit dem Wind. Du musst den richtigen Zeitpunkt abwarten und dann mit viel Schwung abspringen. Brauchst du nur noch darauf zu warten, dass der Wind in Richtung des Eingangs weht. Toll. Oh, nee.
Soll ich dir die Richtung sagen? Es wäre super, dann müsste ich nicht gleich hinher machen. Nordwest. Ja. Oh ja. Kein Problem. Dankeschön, Dankeschön. Musst du bloß noch auf den... Das kann dauern. Ich hoffe, ihr habt genügend Zeit mitgebracht. Mit dem Greifhaken rüberziehen. Hui! Jetzt in die Quere zu kommen und ich reiß euch die Köpfe ab, das schwöre ich euch. Haut ab! Das sag ich jetzt nicht. Wagt es nicht mehr in die Quere zu kommen, ich reiß euch die Köpfe ab. Oh, dieser ja. Arschfratzen, ey. Ich hasse die Viecher. Oh nein, Gott. Das geht nicht weit genug. Ich hasse die. Ich hasse diese kleinen Drecksviecher, ey. Oh. Oh, wenn das nicht zu früh war. Zu früh. Okay. Oder auch nicht. Haut ab. Ey. Ich will euch nicht sagen, aber es sind nur noch 3 Herzen, ne? Also. Selbst wenn ich sterbe, ist es nicht schlimm. Denn ich habe ein extra Leben, Bitch. Achso, ja gut. Deswegen bin ich auf dem Schneider, selbst wenn mir das jetzt passieren sollte. Und das könnte knapp werden. Ja. Oder auch nicht. Nicht! Na, das sieht doch schon besser aus. Perfekt. Ich bin stolz. So, ich bin weg hier. Leck mich doch am Sack, ey, blöden Drecksviecher. Boah. Der Verbotene Hain. Er ist so verboten, dass die Pflanze sogar sich zurückzieht. Oh ja, Schleims. Das nehme ich mit. Dankeschön. Und Dankeschön. Ja, Schleim. So. Oh, da ist ja noch einer. Komm her. Stimme aus. Fifi. Oh, da will also noch jemand aufs Maul. Ach, natürlich, natürlich. Du hast jetzt die ganze Zeit diese. Oder? Was sind das nochmal für Dinger überhaupt? Schleime. Das sind einfach. Ist einfach nur Schleim. Nein, das, was du da rumträgst. Achso, das war. Ich würde mal sagen, eine gigantische Riesenwalnuss. Okay. Sah noch aus, keine Ahnung, wie die. Keine Ahnung, wie die Dinger genau heißen. Auf jeden Fall die Pflanze will ich los. Doch. Ich bin bloß irritiert, weil ich dachte, die Dinger sind. Reden ist heute ziemlich schwer. Mhm. Das war zwar nicht geplant, aber okay. Au. Was haben wir denn hier? Ah, die Karte. Die Karte, die Karte, die Karte. Grüne Räume hast du bereits besucht. In dem Raum, der aufleuchtet, mit Hilfe von oben unten schaltest du zwischen den 0 Schlüssel 200 Rubine. Er Abwehrangriff. Ja, das mit der Karte und Kompass habe ich schon alles durchgelesen. Also. Ist mir schon klar.
Das ist mir schon klar, mein Freund. Wow. Und nur noch mal kurz noch irgendwie gucken, aber ich glaube, hier ist sonst nichts weiteres. Nö. Oh. Ich sag jetzt nicht, was ich gerade denke. Was, dass diese Ranken voll den Groove haben? Dann guck dir an, wie die sich bewegen. Erstmal nach unten. Wenn's geht, nicht zur Pflanze, danke. Bitte. Das war schon unhöflich. Die Pflanzen sind mir ein bisschen zu suspekt. Oh, das Laub. Das Laub. Danke. Auf jeden Fall das. Kann man in dem Sinne einfach wegwehen und je nachdem, was es ist, gibt es natürlich dafür entweder Rubine oder auch was anderes Leckeres. Hi. Hi. Lecker. Stimmt, das habe ich auch ganz vergessen. Was ist das mit dem Laub? Nein, das ist so, das ist halt. Das ist da diese Orbs oder was das sind, Tropfen und halt. Achso, diese kleinen Kugeln da, dieses. Wo du noch extra Gegenstände rausbekommen kannst. Ja, die Dinger gibt's. Sind recht praktisch. Das war jetzt einfach aus grotesk. Oh, komm her, du, ich reiß dir den Kopf ab. Sag doch, ich reiß dir den Kopf ab. Das ist nicht sehr freundlich. Du solltest unbedingt deine Einstellungen verbessern. Aber ich hab soweit Spaß damit, ihn zu töten. Das macht Spaß. Tja. Tja. Jo! Jo! Wo ist die? Ich wollte schon eben gerade sagen, wo ist denn jetzt die Fee hingeblieben? Aber hat sich gerade erledigt. Frag mich gerade, ob. Das wäre jetzt ziemlich gewagt. LOL. Okay, dass das geht, das wusste ich nicht. Was? Was meinst du jetzt? Ich hab gerade diese. Ritterwappen, nice. Ich hab gerade eben die Pflanze, die doch immer sich ja da zusammenzieht. Die habe ich gerade eben mit Feuer eben gekillt. Ach das? Ja, doch, doch. Das wusste ich gar nicht. Natürlich, das sind Pflanzen. Ich meine, klar. Die sind verwundbar gegen Feuer. Ja, das ist mir schon klar, aber. Das war zu spät. Scheiße. So, perfekt. Das könnte knapp werden. Shit. Das war Kacke. Ach Mann, oh, Mist, Audrey. Oh nein, 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 den Fehler mache ich nicht. Ich wollte gerade sagen, lass mich da noch wenigstens hoch, Freundchen. Da stellt aber jemand vor.
Also ich gebe ganz ehrlich zu, das war jetzt auch nicht geplant, aber das war auch interessant gerade. Na, Mist. Das haben wir gleich. Geht doch. Warum nicht gleich so? Geht doch. Wir gehen aber noch nicht nach da, wo ich jetzt gerade eben die Bombe hingefeuert habe. Hm? Einen Fehler gemacht? Wieso? Okay, alles klar. Was hast du für einen Fehler gemacht? Was? Ich bin eben. Ich wollte eigentlich da hoch, da kam ich aber nicht hoch. Ich habe jetzt erst gesehen, dass da an der anderen Seite noch ein Eingang war. Ach so, das meinst du. Ah ja. Das haben sie immer, na Mann. Kann ich... Schade. Ein Versuch war's wert. Kenn ich irgendwo eine Bombe oder irgend sowas, was ich hier in die Fresse knallen kann? Tja, versucht und versagt. Ich komme wieder, Pflanze. Ich komme wieder. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Hui. Oh oh. Und tschüss. Das wollte ich zwar nicht, aber okay. Hi und bye. Hi und... Nicht bei. Scheiße. Oh, jetzt aber. Geht doch. Das ist noch Mad Cash, das hätte ich gerne. Wenn ich schon längst eigentlich die maximale Rubinzahl erreicht habe, aber nobody fucking cares. Nobody fucking cares. Ja, also doch schon, ne? Okay, da haben wir auch alles. Ist ja noch irgendwo magische Energie, die ich gerade brauchen könnte? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Tja, tja. Ja, die schönen kleinen Blättchen, die kann man auch bewegen. Schon praktisch irgendwo. So. Oh, ja, komm her. Komm her. Okay. Komm her. Na. Moment, von dir krieg ich Goldfedern? Ja, stimmt, da war ja was. Kommt mal hier, ihr kleinen Drecksblagen. Kann ich gut gebrauchen. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Geld, Geld, Geld. Das ist aber... Oh, das war nice. Ja, nice, nehme ich auch gerne. Mad Cash. Hi nee, und... Please. Hi und bei Arschgeige. Das läuft ja wieder an. Hui! Lass mich, ich hab halt Spaß.
Ja, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, dass wir dafür gleich so eine komische Walnuss oder was das Ding auch darstellen soll brauchen. Ich weiß nicht, wie die Dinger sich genau aufschimpfen, sag ich ganz ehrlich. Also, ich war ja voll irritiert, weil das Ding... Oder? Ist das... Das ist doch so ein bisschen durchsichtig, oder nicht? Minimal, ja. Ja eben, das hat mich ja so ein bisschen irritiert. Ja, danke dafür. Die Karte sah eben gerade merkwürdig aus. Aber gut, lassen wir das. Okay. Du das sagst. Dann möchte ich dir natürlich glauben. Ja, noch mehr Geld, mehr Cash, jo. Kisch. Muss ich da wieder hoch? Hui! Na, David, kommt das noch irgendwie bekannt vor? Der Lifehouse ist am Fliegen. Ah ja. Auf einem Flugzeug. Auf einer Schildkröte auf einem Flugzeug. So rum war das. Ich wusste doch, ich hatte fast etwas vergessen. Das... Okay, das könnte jetzt eng werden. Das könnte jetzt echt eng werden. Das hat gerade so noch gereicht. So. Sonst sei mal lieber froh. Jo. Aber ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal an der Stelle Schluss. Beim nächsten Mal, wenn wir dann gucken, wie es dann weitergeht. Oh, der Dilev macht einen Cliffhanger! Ja, so wie es sich gehört. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal werden wir ein kleines Thema ansprechen. Ich denke mal, David weiß schon, worum es sich handelt. Ach so, natürlich. Jo. Das werden wir dann im nächsten Part besprechen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und kann darauf hinweisen. Bis dahin. Ciao, ciao.